Also ich muss hier diesen Rahmen, der soll verschickt werden. Und wenn man so einen Rahmen verschicken will, muss man den ja irgendwie einpacken. Also hier bei dem kann man sich das Einpacken eigentlich groß sparen. Ja, da ist nicht mehr viel kaputt zu machen, was lacktechnisch angeht. Ansonsten die Rohre schützen hier mit Rohrisolierschalen, kann ich dafür empfehlen. Und bei dem hier ist aber nicht mehr. Also der wird eh komplett normalerweise Sandstrahlpulver beschichtet und dann ist wieder gut. Das ist dieser alte Senori. Und zeige euch mal, was man einfach machen sollte, um den Rahmen gegen Stauchung zu schützen. Und zwar habt ihr ja hier hinten den Hinterbau. Und um den gegen Verdrücken zu schützen, habe ich mir jetzt hier ein Stück Buchenstab abgesägt. Und zwar auf Länge. Ja, hier, so. Den packen wir dann hier dazwischen. Das ist ein ganz kleiner Tipp am Rande. Ich wollte als Einzelvideo machen. Wenn wir den dann hier drin haben, nehme ich mir einen Akkubohrer, hole ich mir einen Bohrer, bohre hier zwei Löcher rein. Bohren wir dann zwei Löcher hier, da und da. Jetzt sieht dann so aus. Dann nehmen wir uns den Bit in zwei Scheibchen, zwei Schrauben, zwei Scheiben. Tada! Ihr versteht die Richtung. Tada! Ja, dann nimmt man das Ganze, steckt das hier drin, ganz ordentlich. So, das ist ja Buche, da passiert nichts mit. Das kann man ja nicht mehr zusammendrücken, das ist das Wichtige. So. So, einmal, zack. Und dadurch, dass wir vorher gebohrt haben, platzt dieses Holz hier nicht auseinander. Richtig hinten ran damit. Ja. Da passiert nichts mehr mit. Also da kann jetzt nichts passieren, wenn das beim Transport mal gequetscht wird, das Paket, passiert da gar nichts. So, und damit das ist das kurze Video zum Thema Rahmensicherung oder so. Da gibt es so welche aus Kunststoff hier, so eine Kunststoffteile, die werden einfach dazwischen geklemmt, die können aber rausfallen. Also die funktionieren auch, ja, oder so, wenn das Paket wirklich ringsrum gut gepolstert ist. Aber wenn ihr so auf Nummer sicher gehen wollt und bei alten Rahmen, wo es wirklich, naja, grenzwertig ist überhaupt, ne, dann einfach dazwischen schrauben, Transportsicherung mit so einer Anti-Rutschscheiben hier, die halten auch richtig fest und dann ist das gut, dann hält das. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder nützt euch auch was oder hat einen Tipp aufgezeigt, wie man es machen könnte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Daumen hoch, bis dann.